So, heute möchte ich euch zeigen, wie wir Chlorophyll untersuchen und damit sozusagen im ersten Schritt der Photosynthese auf die Spur kommen. Dazu brauchen wir eine Rohchlorophyll-Lösung, um später, wie ihr im Hintergrund seht, ein solches Chromatogramm zu erstellen. Ja. Was braucht man jetzt für die Rohchlorophyll-Lösung? Ja, ganz einfach, man sammelt draußen grüne Blätter. Das können das ganze Jahr über eigentlich Efeublätter oder Brombeerblätter sein. Im Frühling, wenn alles grün wird, kann man natürlich auch viele andere Blätter nehmen. Sie sollten nicht zu grün sein, weil die ganz grünen, hellgrünen Blätter noch nicht alle Chlorophyllsorten enthalten. Ja, dann ist das Ergebnis nicht ganz so schön. Die Blätter werden klein geschnitten, kommen in einen Mörser hinein und werden mit Sand etwas Sand vermengt. Man kann ein bisschen Calciumcarbonat zugeben, ja, und dazu habe ich eine Lösung gegeben, ein Gemisch aus Ethanol und Wasser. Und das Ganze wird jetzt zermörsert, so lange, bis man eine eigentlich relativ dicke grüne Farbe hat. Ja. Und dann kann man das filtrieren oder jetzt hier, wie man im Video sieht, kann man das direkt aus dem Mörser abdekantieren. Wenn man ein bisschen vorsichtig ist, bleiben die Feststoffe eigentlich auch drin. So kann man sich den zeitaufwendigen Vorgang des Filtrierens sparen. Und wenn man jetzt ein bisschen ungeschickt ist, wie man hier sieht, dann tropft es auf den Tisch, was ein bisschen blöd ist, weil tatsächlich die Farbe schon sehr intensiv ist. Man kriegt es relativ schwer vom Tisch ab. Da kann es helfen, wenn man dann Benzin verwendet, Reinigungsbenzin, vielleicht auch Spiritus, das geht dann ganz gut. Ja. So, hier sieht man nochmal aus einer anderen Schülergruppe ein Resultat. Die haben jetzt nicht ganz so sauber gekippt, da sind ein bisschen mehr Feststoffe drin, aber auch das ist überhaupt kein Problem. Ja. Das Ganze kann nur mit einem ganz feinen Kapillarröhrchen aufgetropft werden. Das heißt, man füllt das immer mit der Rohchlorophyll-Lösung und macht das dann auf die Chromatographie-Dünnschichtplatte. Das heißt auch manchmal Gelplatte, ja. Man sollte es nicht ganz unten auftragen, weil unten der Bereich ja gleich in der Lösung stehen wird. Ja. Wer jetzt das nicht so geduldig ist, der kann auch eine etwas größere Pipette nehmen, aber das sieht man ja auch hier, gibt etwas größere Punkte, ja. Ist aber im Grunde auch überhaupt kein Problem und die größeren Pipetten sind meistens auch vorrätig in den Schulen. Ne. Ja, da haben wir jetzt hier unser Gefäß, da ist eine Lösung drin. Ich schreibe nochmal in der Anleitung unten drunter, was da genau drin ist. Hier ist zum Beispiel ein Propan-Benzin-Gemisch drin. Man kann auch das Ganze mit Aceton und Ethanol etwas mischen. Ja. Gibt es verschiedene Rezepte. Und die Flüssigkeit steigt jetzt die Gelplatten nach oben und reißt sozusagen den Farbstoff dabei mit. Und je nach chemischen Eigenschaften und Wasserlöslichkeit ist dieser Farbstoff wird jetzt aufgetrennt. Ne. Ich habe das jetzt hier im Zeitraffer etwas beschleunigt. Tatsächlich dauerte der Vorgang, den wir jetzt hier in wenigen Sekunden sehen, so ungefähr 5 bis 10 Minuten. Ja, und wenn man ganz genau hinsieht, dann sieht man auch, dass die Farbstoffe jetzt nach und nach aufgetrennt werden. Ja, vor allem den dunkelgrünen Balken sieht man, dass der sich etwas weiter jetzt nach oben verschiebt und sowas. Ja, aber je länger man wartet, desto mehr Einzelbereiche sieht man. Durch dieses Fließmittel haben sich die Farbstoffe des Chlorophylls insgesamt nicht sehr weit aufgetrennt. So, hier jetzt nochmal das Ergebnis einer anderen Schülergruppe. Die hatten Aceton mit dem Fließmittel. Und man sieht, dass die Aufspaltung etwas weitergegangen ist. Man sieht ganz deutlich die anderen Farbstoffe. Die werde ich jetzt gleich im Folgeschritt auch nochmal benennen. Ganz oben ist das Beta-Carotin, die Chlorophylle. Aber man sieht auch durchaus andere Farben noch. Ja, das heißt, so sah das jetzt aus, als wir es direkt rausgenommen haben. Ja, und dann hier eine Vergrößerung. Und dann habe ich das jetzt hier mal beschriftet. Und da sieht man ja ganz schön. Ja, und jetzt sieht man ja, dass man unten vom Startpunkt ausgehend Neoxanthin, Violaxanthin, Lutein, aber jetzt auch die beiden Chlorophyllarten, Chlorophyll B und A, bereits abgestorbenes, abgebautes Chlorophyll und oben das Beta-Carotin hat. Und damit können wir jetzt weiterarbeiten. Als nächstes schauen wir jetzt, was wir mit so einer Rohchlorophyll-Lösung machen können. Und wir können zum Beispiel Lichtabsorption messen. Und das Ganze kann man an einer optischen, sogenannten optischen Bank machen, die sozusagen einfach den Strahlengang des Lichts zeigt. Ja. Hier seht ihr das in der Übersicht. Ich habe leider kein Video. Wir haben die Lichtquelle. Ja, das Licht wird durch zur Bündelung durch einen Spalt geschickt, durch eine Sammellinse und trifft dann auf das Prisma. Und das Prisma hat dann die Aufgabe, das Licht chromatisch in die Grundfarben aufzuspalten. Ja. Das seht ihr hinten rechts auf dem Schirm oder auch Leinwand genannt. Ja. Ich habe es hier nochmal als Grafik. Ne. Das Licht trifft aufs Prisma. Kennt man ja auch von bekannten Pink Floyd-Covern. Ja. Und damit wird das Ganze dann sozusagen in die Farben aufgespalten. Und zwar ganz unten seht ihr hier Violett, dann geht es in den blauen Bereich, Grün, Gelb, Rot. Und jenseits dieses sichtbaren Bereichs für uns wäre dann noch das Infrarotlicht, ja, und unten das ultraviolette Licht. Infrarotlicht kann der Mensch nicht sehen. Das ist eher eine Wärmestrahlung. Ja. Es gibt aber durchaus Tiere, die das wahrnehmen und auch teilweise sehen können. Ultraviolettes Licht hingegen ist besonders energiereiches Licht. Das unterteilt man in UVA, UVB und UVC-Strahlung. UVC ist die kurzwelligste. Das UVC-Licht wird durch die Ozonschicht herausgefiltert und das ist auch ganz gut,
Denn das ist so lebensfeindlich, da es erbgutschädigend ist, DNA verändernd ist, dass es Mutationen hervorruft und ohne unsere Ozonschicht wäre auf unserem Planeten nie Leben entstanden. Das UVA- und das UVB-Licht sind trotzdem noch sehr energiereich. Das merkt man, wenn man im Sommer zum Beispiel Sonnenbrand bekommt. Man sollte sich dem also auch nicht zu lange aussetzen, ja, beziehungsweise im besten Fall natürlich eine Sonnencreme verwenden. So, wenn man jetzt den Raum abdunkelt, dann sieht man jetzt auf dem Schirm sozusagen das Farbspektrum des weißen Lichtes. Weißes Licht ist komplett, das heißt, enthält alle Farben und auch die komplette Energie. Und man sieht ja hier ganz links rot und dann ganz rechts das violette, blau-violette und dazwischen die anderen Farben. Ne? So gut, dass halt die Kamera jetzt aufnehmen konnte. Ne? Kameras kommen da relativ an die Grenzen, so richtig schön sieht man die Farben nicht. Ja? Hält man jetzt die Rohchlorophyll-Lösung in der Küvette in den Strahlengang, sieht man das folgende Bild. Ich muss das sogar ein bisschen verstärken, dass man was sieht, weil es natürlich auch ein bisschen lichtschwächer insgesamt war, dass eigentlich man fast nur noch grün sieht und ja, links so ein bisschen noch einen roten Bereich, der aber auch nicht vollständig ist. Das heißt, da wurde sehr, sehr viel von den ursprünglich 100% Licht absorbiert. Dieses Licht befindet sich jetzt in der Rohchlorophyll-Lösung. Und damit haben wir jetzt eigentlich den ersten Schritt der Photosynthese gesehen. Denn die Photosynthese stellt als energiereiches Produkt den Traubenzucker Glucose her. Wo kommt jetzt diese viele, viele Energie, die in Glucose steckt? Ja, das ist ja eins unserer Grundnahrungsmittel, denn die Glucose wird in den Pflanzen oft weiterverarbeitet zur Stärke. Und wie ist jetzt diese Energie in die Glucose hineingekommen? Denn ursprünglich entsteht Glucose in der Photosynthese aus sehr energiearmem CO2. Diese Energie stammt aus dem Sonnenlicht und wurde vom Chlorophyll im ersten Schritt absorbiert. Nun folgen eine Reihe von chemischen Reaktionen, die diese Energie umwandeln, nach und nach durch Reduktionsvorgänge dann in den energiereichen Stoff Glucose packen. Ja. Ich habe hier als letztes nochmal ein Bild, wo ich das mal gegenübergestellt habe. Es ist leider spiegelverkehrt, also nicht verwirrt sein. Man sieht also oben den Bereich ohne Rohchlorophyll-Lösung und ich habe unten die Küvette sozusagen nur halb reingehalten, sieht man sehr genau den Bereich, der absorbiert wurde, sodass man es ein bisschen vergleichen kann. Das heißt also, ein Teil des roten Lichtes fehlt. Ein Teil des blauen Lichtes fehlt. Im oberen Bild, das sage ich mal, hellgelbe ist ein bisschen überstrahlt. Das hellgelbe Orange, das sieht ja weiß aus. Tatsächlich war es eher so ja, hellgelb-grün, sagen wir mal. Ja. Und im unteren Bild sieht man es aber ganz gut, dass das Grün vorhanden ist. Grün wird nicht so gut absorbiert. Man spricht da auch von einer sogenannten Grünlücke. Das macht aber nichts, denn die Photosynthese ist sehr, sehr effizient. Sie hat einen Wirkungsgrad, der weit, weit über dem liegt, was Menschen in ihren Maschinen bauen können. Und auch Solarzellen haben gerade mal einen Wirkungsgrad von rund gerechnet, ja, vielleicht 40%. Die Photosynthese ist fast doppelt so effektiv von ihrem Wirkungsgrad. Das heißt, dass jetzt sie das grüne Licht nicht so gut nutzt, das ist überhaupt kein Problem für die Pflanze. Sie hat wirklich mehr als genug Licht aus dem Sonnenlicht aufgenommen. Ja, das war's soweit. Fassen wir jetzt das noch ganz kurz zusammen. Wir haben eine Rohchlorophyll-Lösung hergestellt, haben diese Rohchlorophyll-Lösung im ersten Teil dann chromatographisch untersucht und festgestellt, Rohchlorophyll-Lösung besteht aus vielen Inhaltsstoffen. Sie ist ein Gemisch. Sie besteht aus verschiedenen Farbstoffen, die an Proteine gebunden sind und so weiter. Und tatsächlich werden wir später lernen, dass diese Farbstoffe sich in der Chloroplastenmembran befinden. Ja. Diese Farbstoffe haben jetzt die Aufgabe, Energie aus dem Sonnenlicht aufzunehmen, zu absorbieren. Und im Laufe der Photosynthese wird diese Energie dann umgewandelt in energiereiche Glucose. Ja, und das Ganze können wir sehen. Das kann man untersuchen im Strahlengang. Wenn man sich das Ganze so anschaut, sieht man, dass da sozusagen vor allem blaues energiereiches Licht und rotes energiereiches Licht absorbiert werden. Und ich habe jetzt zum Abschluss hier nochmal eine Grafik, die zeigt das sogenannte Absorptionsspektrum. Und damit können wir also sehr, sehr schön sehen, welcher Farbstoff jetzt welche Lichtqualitäten, welche Farben sozusagen aufnimmt und absorbiert. Ja, damit bedanke ich mich. Das war das erste Tutorial jetzt zur Photosynthese und wenn das gut läuft und viel geklickt wird, dann mache ich gerne noch ein weiteres. Ihr könnt eure Fragen gerne in den Kommentaren stellen. Bis dann!